So, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesitzung aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Tower Tale in der Version 1.0 und ich habe gar nicht so richtig eine Ahnung, was Tower Tale eigentlich ist. Laut Steam ein Hack-and-Slash-Plattformer mit Fokus auf Boss-Battles. Wir werden es rausfinden. Ich drücke einfach todesmutig, nachdem ich leider keine deutsche Sprache einstellen kann. Drücke ich völlig todesmutig auf Start und schau mal. Oh, Free Mode, was ist Free Mode? Player unlocked levels with any unlocked character. Play four different storylines. Wir fangen natürlich ganz easy peasy mit dem Story Mode an. Wählen einen Speicherslot. Ich würde sagen, ich bin. You can play the story in any order you want, but the chronological order of the story is Lionel, Faendral, Lords, Nicolas, Fritz und Dark Echo. Also. Man kann sie in jeder beliebigen Reihenfolge, aber chronologisch fängt man mit diesen beiden an. Ich würde Faendral nehmen, weil ich mehr so der Jäger bin als der Kämpfer. Deswegen würde ich mal sagen, Cheerio mit O und wir legen glaub los. For players who have experience playing similar games. For beginners or casual players who want to experience the story. Ja, wir nehmen mal Lieder. Ich denke nicht, dass das mein Level ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Und schauen mal, was passiert. Und momentan ist das Screen dark. Hold any key to fast forward. Hold K to skip. Long ago, a strange tower appeared in the land. No one knows where it came from or how it came to be. But within its walls lies a great secret. Whoever conquers all of the floors and gets to the top will gain something of infinite value. The ability to change one's fate. And so it was believed. Full stop. Many have tried to challenge it, but nobody has ever lived to tell their tale. For each floor hosts its own guardian, the most ruthless and powerful of the monsters. With them, the tower had remained untouched for thousands of years. Until one day. Four souls have come to challenge their fate. Each bear their own reason and wishes. But with only one person that could be granted a wish. Who will rise to the top and claim the ultimate prize? How far will they go? Will they sacrifice or take it all? This is a story about the tragic fates. A story that you will know. Gespenstische Ruhe. So, also, wir versuchen quasi diesen Turm zu besteigen, um unser Schicksal ändern zu können. Nothing.
Muss ich was drücken? There is nothing left. Fate is such a cruel thing. On that one tragic night, we were slaughtered just like animals. Butchered in our own homes. Why does it have to be this way? When just being born is a sin. Just who decides what is right and what is wrong in this world? My family is dead. My whole clan is dead. I am the only one who survived. I'll make sure to make them pay for what they did. So, das sind also unsere Motive offenbar. Fainril can roll, dodge most attacks, but not all. Okay, wir können hier laufen. Können wir hier jumpen? Jo. Wir können hier dodgen. You cannot use attack if you're out of stamina. Okay, was ist attack? Attack wäre... Also das ist ein Power Shot, das ist ein normaler Schuss. Use dodge to avoid incoming. Okay, was haben wir noch? Wit, okay. Bei mir ist... Okay, das passt. Double Jump in Air plus Jump. Okay, das geht. Wunderbar. Shoot on ground und Attack 1. Hammer. Triple Volley on ground und Attack 2. Das haben wir auch. Pierce Shot Attack 3. Das ist der. Nein. So. Shoot Down. Okay. Triple Down. So. Boah, das wird ein bisschen kompliziert. Okay, Crouch Shoot. Fluff. Ah. Arrow Rain. Okay, und was macht der? Alles klar. Gehen wir hier mal weiter. Okay, das war quasi unser... Ich glaube, das wird ganz witzig nachher werden. Da werde ich schön lustig in Panik verfallen. Okay, also Dutch war das da. Zack, 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 zack. Okay. Dann schauen wir mal. Yep. Wir sind fertig mit dem Tutorial. Und dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Show controls, right stick. Okay. Crouching regenerates stamina faster. Fainril can do double jump after jumping once. Fainril roll can dodge most melee and ranged attacks, but not all. Your dodge skill cancels your attack animation. You cannot use your dodge skill when you're slowed, impaired. Attacks cost stamina, special attacks cost more. You cannot use your attacks if you're out of stamina. Okay, also. Schauen wir mal. A bronzed beast that guards the tower. I do not wish to shed your blood. But it looks like you will shed mine if I do nothing. Forgive me.
Watch. Pom 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 pom. Ich weiß, ich könnte meine Power-Angriffe nehmen. So wie den da. Uah. Oder den da. Uah. Ja, mit der Tasten bin ich noch nicht so dran. Aua! Autsch! Autsch, Autsch, Autsch! Aua! Aua! Das war aber nicht so lieb von dir, böser Wolf. Ja, wir probieren es natürlich nochmal. Also offenbar nicht ganz so mein Spiel, oder? Wobei es am Anfang ziemlich gut ging. Autscher. Ja, das wird diesmal aber wieder nichts. Das war diesem Mal wieder nichts, wenn ich jetzt schon so schlecht bin. Ach, ich hätte ja die Gesundheit wieder aufladen können. Ich war ja doof. Ich habe mich jetzt total verrückt gemacht. Weil ich gedacht habe, es wird ja wieder nichts. Aber natürlich wird es ja was. Oh, das mit dem Dutchen soll ich mir vielleicht noch mal ein bisschen mal geben. So.
Aua! Ah, das ist echt nicht mein Spiel irgendwie. Offenbar. Ich hätte gedacht, ich wäre ein bisschen besser. Also schon ein bisschen peinlich, dass ich hier am ersten Level schon gleich so übelst versage, muss ich sagen. Und das, obwohl ich mit dem Controller spiele. Ich hatte gedacht, meine Gesundheit lädt auch wieder auf. Aua. Na dann komm. So, aber jetzt. Wunderbar. Also es geht schon. Victory. Aber ich habe gedacht, ich dürfte am Anfang vielleicht noch ein paar Minions auf dem Weg dahin massakrieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich gegen die direkten Bosse kämpfen muss. Also wie gesagt, ich hatte gedacht, am Anfang gibt es so ein paar Minions. Ich bin letztendlich angekommen. Die Reise war so lang. Also das ist der Turm. Ich habe nicht gewusst, dass er so groß ist. Ich frage mich, was für Herausforderungen mich hinter diesen Wänden erwarten. Nun, macht ja nichts mehr. Ich werde es herausfinden, wenn ich hineingehe. Ich muss es überstehen. Koste es, was es wolle. Ich schaffe das. So. Dann gehen wir hinein. Interact. Ah. Wir laden mal wieder. Ah, okay. Das ist wirklich eigentlich ausschließlich fokussiert auf Bosskämpfen. Okay, das ist ja nicht so wirklich meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte echt gedacht, es gibt vielleicht erstmal so ein paar Minions, die man besiegen muss. Wer wagt es, mein Reich zu betreten? Der große Schleim. Sagt es. Ich muss dir meinen Namen nicht sagen. Weil du eh bald sterben wirst. Ja, freches kleines Mädchen. Schauen wir mal, wer tot sein wird, nachdem ich mit dir fertig bin. Ich werde dich mit meinem Schleim voll stopfen. Was zur Hölle? Das ist so widerlich. Komm mir ja nicht zu nahe.
Aber das mit dem Ducken habe ich noch nicht so raus. Autscha. Okay, das wird wieder nichts. Okay. Also, natürlich wieder genau die richtigen. Also, ihr seht schon, ich bin kein Freund von diesem Bullet-Hell-Gedönse. Ist natürlich wieder genau das Richtige. Ich denke, einmal probieren wir es nochmal. Einfach für. Fürs Protokoll. Ja, das ist ja natürlich immer so ein bisschen dieses Prinzip, das Angreifsmuster von den Gegnern kennenzulernen. So. Autsch. Aber immerhin. Ah, okay. Ging. Nachdem er mal, wie gesagt, das Angriffsmuster rausgefunden hat, festgestellt hat, dass der Typ eigentlich gar nicht so kompliziert war. Interessanterweise finde ich jetzt, dass hier überhaupt nichts über meinen Sieg steht. Na gut. Sei es drum. Ich denke, wir gucken uns dann noch das nächste Reich an. You, git. Yuki. Ich hasse das so sehr. Das war so widerlich. Das möchte ich nie wieder erleben. Uah. Dieser Ort hier stinkt. Ich muss hier echt rausgehen. Rauskommen. Raus. Uah. Es fühlt sich so an, als ob mein Kopf bald platzt. Was ist jetzt los? Ich muss warten. Ich kann noch nichts machen. Hallo? Ah, mein Kopf. Okay. Wer war das? Es war so, als ob jemand direkt in meinem Kopf gesprochen hätte. Wer zum Geier wartet da oben auf mich?
Nun, was auch immer. Ich weiß, ich werde da irgendwann mal auf jeden Fall hinkommen. Wirst du mich dorthin bringen, Eliwin? Okay, das waren wahrscheinlich wieder irgendwelche Texte, die ich jetzt wieder nicht sehen konnte. Warum auch immer. Also technisch ausgereift, so ein bisschen beschränkt. Wir kommen jetzt wahrscheinlich zum nächsten Bosskampf, genau. Oh, ein Minotaur. Er sieht gefährlich aus. Ich frage mich, ob ich an ihm vorbeischleichen kann. Hey, hey, hey. Sieht so aus, als wäre wohl ein Besucher unter uns. Willkommen, ich bin die Wache auf dieser Ebene. Du bist wirklich ein böses Mädchen, wenn du versuchst, an mir vorbeizuschleichen. Sieht so aus, als müsste ich dir eine Lektion erteilen. Ja. Du machst mir keine Angst, du Biest. Ich habe schon schlimmere und größere als dich besiegt. Nun, wir haben einen Kämpfer hier. Naja, zumindest ist das, was alle sagen. Und am Ende landen sie alle im Dreck. Gut, genug geredet. Greif mich an. Aua. Aua. Okay, zack, zack. Aua, aua. Okay. Gut, also ich denke, ich habe das Spiel mal ein bisschen angeguckt. Es ist nicht meins. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr es cool findet, könnt ihr es ja mal selber ausprobieren. Was wir ja mal machen könnten, wäre zu sagen, hey, wir gehen mal dahin. Und wir schauen mal, wie es mit dem, wie die Geschichte von dem Ritter denn aussieht. Könnt ihr mal sagen, wir fangen ein neues Spiel an. Story Mode. Komm, wir fangen ein neues Spiel an. Und wir nehmen mal den Lionel Blueheart. Und wir sagen mal, wir sind Novize. Vielleicht geht es dann ein bisschen einfacher. Dann schauen wir uns mal die Geschichte von diesem Lionel Blueheart an. Einfach zum Einstieg. Ich hätte ja eh mit dem anfangen sollen, weil Reihenfolge und so. Yeah.
Okay, das war mal ein Versuch mit dem Ritter. Finde ich jetzt nicht so berauschend, aber wie auch immer. Ich denke, das war auf jeden Fall ein netter Versuch, um dieses Spiel prinzipiell ein bisschen vorzustellen. Wem es gefällt, der kann es ja gerne ein bisschen weiter ausprobieren. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hatte dann gegen später interessanterweise ein paar technische Probleme. Die Schriften sind dann verschwunden, die Geschichte wurde nicht mehr erzählt. Es ist einer dieser generellen Probleme, die ich in letzter Zeit ein bisschen häufiger beobachte, hier unter Linux. Wahrscheinlich ist es unter Windows alles kein Problem. Wie gesagt, der Spielesupport von manchen Herstellern unter Linux ist so ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz geht es alles eigentlich ganz gut. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit, wünsche euch erstmal eine tolle Zeit. Wir sehen uns dann bald mal wieder. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.